Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In dieser Folge leider immer noch der Ton im Arsch. Ja, ich kann leider nichts dagegen machen. Jedenfalls sind wir endlich beim letzten Gefecht angekommen. Das heißt, wir sind so gut wie am Ende und wir geben heute unser Bestes, um das Mutterviech irgendwie kaputt zu machen. Aber erstmal müssen wir es finden. Viel Spaß. Ja, kümmern wir uns zuerst um Sektenschlechter. Ja, lauf noch 10 Meter. Shut your raggedy ass up. Dann gehen wir dahin. Und dann schalt ihn aus. Yeah, that's how we do it. Okay. Oh! Okay, dann rufen wir dich mal zurück. Dann lauf halt hier hin. So. Jetzt gucke ich nochmal kurz an seine Waffe. Was ist das für ein Dreck? 50% Chance, Gegner zu deaktivieren. Ja. Genau das will ich doch. Das und nichts anderes. Okay, attackieren wir den zuerst. Direkt ausgeschaltet. Nice. Ist doch nicht dein Ernst. Ah, okay. Jetzt müssen wir nämlich direkt den anderen angreifen. Um den zu schocken. Perfekt. Und schon haben wir es geschafft. Wenn wir den treffen würden. Es ist ein bisschen ungünstig. Na gut, der ist jetzt nochmal betäubt. Alles gut. Dann greifen wir jetzt den linken an. Scheiße. Okay, der ist jetzt wieder betäubt. Jetzt greifen wir wieder den rechten an. Okay, der erste ist tot. Warum müssen die auch so laut sterben? Ist doch nicht. Dieses Lagerfeuer, ne? Das macht mich wahnsinnig. Oh Gott, ich werde wegen dem Lagerfeuer werde ich drauf gehen. Okay. Ein Schuss noch. Letzte Gelegenheit, ihn zu töten, Jungs. Danke. Danke. Oh. Ihr macht's mir aber auch schwer. So, und den Boss-Schamanen, den müssen wir natürlich umlocken, ne? So, können wir hier reingehen? Gibt es da etwas Tolles? Gut. Medikits. Ich glaube, mir fehlt nämlich noch ein Artefakt. Okay, schauen wir uns hier kurz um. Um die letzten Gegner auszuschalten, brauchen wir natürlich ein bisschen, Freiheit. Das ist nicht gut, dass der Pyro da rumhängt. Aber gut, wenn wir uns jetzt erstmal um die kümmern. Sektenjäger. Können wir nicht. Aber wenn wir die angreifen, dann ist es vorbei. Dann kommen sie alle an. Das heißt, wir müssen uns zuerst um die kümmern hier. Es reicht, wenn einer sich versteckt. Oh! Das war close. Don't get stupid. Jetzt ist halt nur die Frage, können wir den da hinten mit unseren normalen Waffen töten oder ist die anderen das mitbekommen? Wenn das möglich wäre, wäre das natürlich geil.
Okay. Probieren wir es. Probieren geht über studieren. Und vielleicht sehen wir dann auch, was die anderen drauf haben. Scheint noch keiner gehört zu haben. Außer den, die wir angeschossen haben. Okay, nice. Puh. Da hinten geht's noch weiter. Wollen wir uns da erstmal umschauen, bevor wir zurückgehen und die anderen umbringen? Ich finde schon, ne? Zuerst mal gucke ich hier in diese Ecke hier rein. Ja, bla bla. Ach guck mal, da hätte ich auch hochgehen können. Eventuell könnte ich es schaffen, ohne dass die Vieh das merken. Aber nur eventuell. Kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Weil wenn die meine dicken Waffen nicht hören, dann könnte ich einen umnucken und den anderen mit meinen heftigen Waffen zerstören. Gucken wir mal, aber erst müssen wir da hochkommen, ne? Weil weit genug könnten sie sein. Könnte einen hier platzieren. Das müsste aber dann der Elch sein. Weil den brauche ich für diese Taktik nicht. Na, vielleicht versteckst du dich lieber hier. Oder ich versuche das erstmal so. Nur dass Baumin halt keine Chance hat, irgendwas zu erreichen. Es sei denn, er kommt dahin. Das Problem ist halt, dass der Boss-Schamane sterben muss. So, dann aktivieren wir unsere heftigen Waffen. Keine Feuerlinie aus Reichweite. Ach, shit. Ich versuch's trotzdem mal, ohne zu laden. Ah, ich muss Magnus die andere Waffe geben, die Reichweite hat. Das hat alles sonst keinen Sinn. Weil dann könnte ich den hier halt komplett wegsnipern. Ich kann nicht mal da hochlaufen, ne? Ist das bitter. So, was wird der Sektenjäger jetzt machen? Wird er Hilfe rufen? Hört ihn irgendjemand? Ja. Okay, gut. Ich muss ihm die andere Waffe geben. Boah. Oh nein. Ah, ich habe auch keine Mods. Ich kann da keine Mods drauf machen. Oder? Muss ich, glaube ich, in die Bastelstube. Oh nein. Oh nein. Oh, wie schrecklich wäre das denn? Da sind natürlich keine Mods drauf. Aber ich probiere es erstmal ohne Mods. Surprise! So. Yes. Und jetzt kommst du. Oh, hat hingehauen. Game over for you. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Na gut. Jetzt der Boss-Schamane. You deserve it.
Sehr schön. Grünauge. Mehr Waffenreichweite. Nice. Medikits. Okay, und es geht hier tatsächlich noch höher, ne? Ja gut, das wird mir aber wenig bringen. So, bleiben nur noch die da hinten. Einen muss ich noch töten, damit ich jemanden umnocken kann. Das ist aber gar kein Problem. An dieser Stelle wird kurz gespeichert, weil das, was ich jetzt vorhabe, könnte ein bisschen heikel werden. Okay, ich brauche dich. Ja, so weit kommst du nicht, ne? Und hier am Fenster bringst du auch nichts. Eventuell von da oben aus. Ah. Komme ich da durch? Okay. Du versteckst dich mal hier. Alter, ich will den Elch haben. Gott verdammt. Okay, der Elch kann sich auch hier verstecken. Nur Bormin muss woanders hin, und zwar muss er jemanden umboxen. Dafür stellt er sich jetzt mal hier unten hin. Okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist etwas. Nein, 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 nein. Ich habe etwas vergessen. So, und zwar bekommst du deine Silence-Waffe wieder, ne? Okay. War die andere eigentlich auch lautlos? Inventar? Du warst nicht lautlos, ne? Nein. Schade. Das wäre es sonst gewesen. Okay, probieren wir es. Und zwar nehmen wir keine Feuerlinie. Achso. Das hier wollte ich doch machen. Erstmal habe ich beim letzten Mal auch verkackt. Nehmen wir den ein. Oh, die haben mich gemerkt. Das ist ja echt traurig. Da kann ich ja nicht direkt mit meinen krassen Waffen draufschießen, ne? Aber hier kann ich mir die Munition sparen. To the bone, baby. Und dafür werden wir mit Bormin. Wir sparen uns mal die Munition. Ihn komplett ausschalten. So. Ja, werfen wir mal ein paar Molotovs, ne? Laufen wir erstmal. Wo laufen wir hier hin? Der wird mich gleich umschubsen. Deswegen wird der hier gleich ziemlich unbrauchbar sein. Nimm das! Na gut, der hat eigentlich von der ganzen Scheiße nichts mitbekommen, ne? Jetzt habe ich ihn eingeladen. Und jetzt erledigen wir den Dicken. Hoho! Das macht Damage, Kollege! Zack! Aber ich muss sagen, das hat ganz gut funktioniert. Der ist tot, der andere ist betäubt. Perfekt. Genau, greift deinen Kollegen an. Perfekt. Jetzt töten wir nämlich. Ach, keine Feuerlinie. Ich fasse es nicht. Laufen wir halt hier runter. Dann kriegst du dein Fett weg. So. Vielleicht können wir ihn jetzt treffen. Ja. Und somit ist der in der Mitte kein Feind mehr. Kein Freund mehr, sondern ein Feind. Und wir können ihn auch abknallen. Oh, wenn das nicht perfekt lief. Na gut, fast perfekt. 99% perfekt, ja? Ich meine, das ist schon ziemlich gut. Jetzt verkriecht er sich.
Ich komm dich holen, Junge. Wir machen's fair. Ich hol meine Silence-Waffen raus, damit du mich nicht kommen siehst. Keine Trefferchance, okay. Ich hab genug davon. Und ich habe auch genug von ihm. Kein Bock mehr. Nur weil dieser eine nicht kein Crit war, ne? Nur weil ich einmal nicht gekrittet habe. Komm, es kann doch gar nicht sein, dass ich nicht getroffen habe. Nee, das ist unmöglich. Kritische Trefferchance, wenn versteckt. Aber ich war doch versteckt. WTF. Na gut. Ich würde sagen, auch dies haben wir erfolgreich geschafft. Und jetzt geht es zum letzten Gebiet, Leute. Hui. Jetzt kümmern wir uns um die Mudi da. Mudi-Pflanze. Auch wenn es sich nicht lohnt, den ganzen Scheiß hier mitzunehmen, wir machen es trotzdem, weil ich es kann. Okay, Mudi-Pflanze. Jetzt geht's dir an den Kragen. Ich habe alle anderen easy ausgeschaltet, dich werde ich natürlich auch easy ausschalten. So, jetzt haben wir wirklich alles mitgenommen. Ich frage mich, wo ich hin soll. Oh, das kann ja was werden. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich an die Mudi da nicht anschleichen kann. Ich meine, Yuko ist ja alles dasselbe. Mudi, Yuko. Allein, dass ein Baum lebt, ist schon ein bisschen krass. Okay. Welcome, Stalkers. I tried to break your bravery, snuff out your humanity. But you are too strong. Come, receive your reward. Keine Sorge, ich komme. I don't trust a voice that doesn't come from a mouth. The trees have mouths. You sure it wasn't you talking? Shut the fuck up. What are you saying to me? You're saying I'm like a bad person. You were an asshole. Hallo Jungs. Wie geht's? Fokussiert mich bitte. Oh. Eine Wolf-Mudi. Die haben mich alle bemerkt. Ungünstig. Ja, solange die Mudi zu mir kommt, ist alles gut. Also zu Bormin. Soll sie mal zu Bormin kommen? Und die anderen machen Silence-Waffen, bitte. Du machst gar nichts. Ich will erst gucken, ob die Mudi zu Bormin geht. Ach, der kann auch absorbieren. Ha! Okay, ich muss den Kapselbringer eventuell vorher ausschalten. Na komm, kümmert ihr euch mal um Mudi. Solange du weiterhin fröhlich absorbierst, ist alles gut. Nur um den Kapselbringer mache ich mir Sorgen. Eventuell muss ich vorher zu ihm schleichen. Es war der Falsche, komm. Ich muss jetzt erst zum Kapselbringer da hinten. Okay, das heißt, die beiden können easy gegen die Wölfe kämpfen. Aber vorher muss ich den Kapselbringer ausschalten, weil der sonst kacke ist. I tried to break your bravery, snuff out your humanity, but you are too strong. Come, receive your reward. I don't trust a voice that doesn't come from a mouth. The trees have mouths. You sure it wasn't you talking? Shut the fuck up. What are you saying to me? You're saying I'm like a pop. Okay, wir machen das mal so.
Okay, in diesem Gebiet denken sie anscheinend sehr lange nach. Want some more? Solange Mutti das Ganze nicht mitbekommt, ist mir das egal. So, bei Mutti müssen wir natürlich den Großkahn wegbringen. Der darf sich nicht einmischen in den Kampf. Und die anderen beiden können frei durch die Gegend laufen und sich einen Keks freuen. Alles klar. So, Kahn. Du. Versteckst dich mal hier. Und ihr kümmert euch um die Mutti. Vielleicht soll ich nicht direkt reinrennen. So, ich meine, die sind nahezu unsterblich gegen die Hunde. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist von den Entwicklern. Ist auf jeden Fall nicht gut gewesen, dass sie das gemacht haben, weil ich kann jetzt hier stehen und mich einen Keks freuen. Haha. So, dann schalten wir sie mal direkt aus. Don't get stupid. Wie wir sie immer weiter nach hinten schubsen. Du bleibst mal cool. Kannst gleich vom Weiten kämpfen. Oh, sie heult. Oh, noch mehr Hunde. Hm. Okay. Juckt mich doch nicht. Schalte ich auch aus. Macht doch, was ihr wollt. Oho, hab's probiert. Okay, pass auf. Versuchen es mal mit dir, vom Weiten. Ich hoffe, der ist jetzt nicht hinter dir her. Und wir greifen weiter in die Mutti an. What you got? Ignorieren einfach die, die uns angreifen. Können wir uns erst die Mutti töten. Da ist sie zerfetzt. Ja, die fokussieren mich komplett. Sollen die mal. Ich wollte gerade sagen, bleibst du jetzt da hinten oder was? Ja, in dem Gebiet denken Gegner echt lange nach. Dann kümmern wir uns mal um dich. Du machst dein Ding von hier hinten. Ach ja. Ein ganzes Gebiet voller Hunde, das würde ich mir wünschen. Und am Ende kommt halt der Baum, der einfach nichts hat. Das wäre der epischste Bossfight aller Zeiten. Hunde. So, dann kurz nachladen und dann wird der nächste attackiert. Ach, ist das schön. Es ist fast schon wie Urlaub hier. Der macht von Weitem seinen Dienst. Der ist der Einzige, der halt sterblich ist. Oh, armes Hundi. Kannst du mich etwa nicht beißen? Hm. Tut mir fast leid. Und dann war es nur noch einer. Hab ich schon viel Munition rausgeballert, ey. Zack. So, das können wir überspulen. Der macht ja eh nichts. Traumhafter Kampf, Leute. Traumhafter Kampf. So viel Action habe ich schon lange nicht gesehen. Ach, ein Leben. Cheetah ist auch noch. Weg mit dir. Gotcha. Over here. Level up. Sehr schön. Ja, hier ist noch eine Rutsche, wo man hochgehen könnte, wenn man keine Rüstung hat. Ja, ich meine die ganzen Speedrunner, ne? Die kriegen natürlich Probleme. Ach, guck mal, da hinten ist noch so ein Kapselbringer. Scheint eine etwas größere Map zu sein. Und da leuchtet es, das gefällt mir. Leuchten gefällt mir immer. Aber schauen wir uns hier erstmal gemütlich um. Und das war's für heute. Morgen geht's ins große Finale. Mütterchen steht quasi vor uns. Und jetzt müssen wir ihr nur noch richtig eins reinwürgen. Aber das machen wir morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.